Beispiel, wie du vielleicht weißt, 50% der Erfolg einer Eishockey-Mannschaft beruht auf den Tormann. Sag wer? Ein Eishockey-Tormann. Ja, heute zu Gast auf unserem Hausberg am Goleck. Ihr seht hier, die Sonne scheint. Heute zu Gast unser Superstar aus Klagenfurt, erfolgreich und aus Villach erfolgreich. Gerd G. Prohaska. Der ist überhaupt, der kann alles, glaube ich, sagen sie. Servus TV-Experte, ist er. Vierfacher Meister. Wir werden herausfinden, wie die so ticken, die Gole. Ob sie abergläubisch sind und was sie eigentlich von den Marotten haben. Und das Marotten. Ganze. Hey, das heißt so, wir wissen das schon. Das Ganze in unserem Podcast. Viel Vergnügen. Ja, wir begrüßen euch zu unserem nächsten Podcast. Diesmal ein bisschen höher. Auf der Seehütte sind wir am unseren Hausberg. Am Goleck. Am Goleck. Und es scheint die Sonne. Die Sonne. Und wie war es Tagast da? Extrem cool. Ja. Gerd Prohaska, G. Prohaska. Servus, die Vorexperte. Meister mit KC zweimal. Ja. Mit VSH zweimal. Ja. Der kann alles, glaubt man. Und damit wir richtig einmal ordentlich und knackig einmal da reingehen, würden wir gerne mit einer Mutprobe beginnen. G. Hast du Lust? Ja, sicher. Ja. Wir haben ein paar freche Fragen vorbereitet und ich würde sagen, du ziehst einmal drei und dann knackig und ehrlich antworten, so gut wie es geht. Ja. Eine nach der anderen, oder? Eine nach der anderen. Also bitte laut vorlesen und dann mal schauen. Wie fühlt es sich an, wenn man dir an die Hüfte fasst? Ja, hart und knackig. Bist noch im Shape? Bist noch? Sagen wir so, ich habe wieder angefangen ins Fitnessstudio zu gehen, weil es natürlich schon das Kampfgewicht habe ich nicht mehr von früher, oder? Das ist schon ein bisschen höher geworden, aber ja, na, passt noch halbwegs. Passt gut, oder? Sehr gut. Passt. Frage Nummer 2. Ja, siehst. Spannende Fragen, gell? So, was kannst du besser als Michi Grabner? Ja. Ich hoffe Tore verhindern. Mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr. Schneller bin ich definitiv nicht. Schneller ein bisschen. Schneller miert für mich. Ja. Was kann ich besser? Ich hoffe, dass ich vielleicht Fragen stellen mittlerweile besser kann. Aber stimmt, genau, bist du Experte, das ist er nicht. Ja. So. Sehr cool. Und eine noch. Oh mal eine lange Frage. Ja. Was wäre schlimmer, wenn deine Frau mit einem schlankeren Mann oder einem witzigeren durchbrennen würde? Also, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Was ist schlimmer? Also, schlank wäre natürlich mein Ego verletzt, aber das, also wenn er witziger wäre, das wäre schon schlimm. Das wäre schlimm. Ja, nein, ich habe einen brutalen Humor. Na gut, da sind wir schon mal eingestiegen. Vielleicht erzähl uns mal ein bisschen, wie hast du angefangen? Wann hast du begonnen mit dem Eishockey? Wie bist du Tormann geworden und wie kommst du zu zwei Kärntner Vereinen und bei beiden Meister? Erzähl ein bisschen. Ja, ich war, also beim KC habe ich angefangen. Mein Vater hat uns, mich und mein Bruder damals, hat einmal gefragt, du wolltest morgen Eishockey-Training gehen? Und wir so, boah, unglaublich. Ja. Damals war ich, glaube ich, 6 Jahre alt. Okay. Mittlerweile ist man da schon fast Großvater mit 6 Jahren, wenn man anfängt. Also die Kinder fangen jetzt mit 3 oder 4 Jahren an. Und es war Sonntagstraining, ich glaube um 7 Uhr in der Früh. Und damals, wir waren natürlich begeistert, damals so rote Koflach-Schuhe gehabt haben, die, glaube ich, passen. So eine richtige Skischuhe waren das damals. Jeder, der sich an das erinnern kann, ist nochmal hier. Ja, genau. Und dann sind wir eigentlich dabei geblieben. Und der Tormann? Naja, es war dann ein Jahr später, war das dann so. Der Trainer hat ein kleines Meeting, also so eine Besprechung gehabt und hat gesagt, wir brauchen Tormänner. Wer mag Tormann werden? Und das haben ein paar Leute aufgezeigt, ein paar Kinder und ich war da runter und bin dann genommen worden. Wie ist es dann weitergegangen? Also du warst jetzt nochmal im Tor. Ich war im Tor. Es war damals mit 18 oder so, hat mich damals der Herr Reichel gefragt, dass sie eigentlich mit mir planen würden als zweiter Tormann im nächsten Jahr, ob ich das machen würde. Und ich war eigentlich selber überrascht. Ich war nie so... Ich habe nie so den Kinderwunsch gehabt, ich möchte Eishockey-Profi werden oder NHL oder sowas. Das hat es bei mir nicht gegeben. Okay. Ich bin da eigentlich reingerutscht. Ja. Tatsächlich. Ja. Und ja, ich habe bis zu meinem 19. Lebensjahr nicht gewusst, was ein Sommertraining ist. Also ich war im Sommer war ich am See oder irgendwo. Ja, du hast nicht gehört, ja, klar. Aber es war, hat sich natürlich auch geändert. Mittlerweile wäre das nicht mehr möglich. Aber bei mir es war einfach so, ich habe dann erst gelernt, sich wie ein Profi zu verhalten, professionell zu trainieren. Ich bin das Ganze reingewachsen. Ich habe im ersten Jahr in der ersten, wenn ich
Da habe ich hin und wieder mal ein drittes Drittel gespielt, aber es war, da war mein Niveau noch weit entfernt von einem Einsatzdorman. Ja. Mhm. Und ja, es ist von Jahr zu Jahr ein bisschen mehr geworden und man wächst dann irgendwie hinein oder muss da eine wachsen und das hat sich ganz gut entwickelt bei mir. Du warst dann in Amerika und wie bist du zum VSV gekommen? Wer hat dich gerufen? Damals, also ich bin von Amerika wieder zurück zum KC, habe dort die Saison beendet, 2 Monate. Und damals war es so, Giuseppe Mion hat damals den KC angerufen und hat gesagt, wir würden gerne einen Dormann von euch nehmen. Mhm. So auf die Art, wen gibt es uns? Und der KC hat gesagt, ihr kriegt einen schlechten. Das haben sie nicht gesagt, aber sie haben gesagt, okay, wir möchten mit Sutnik spielen, ich kenne es mit dem Proaska reden. Ja. Und Joe ist dann runtergefahren, hat mit mir und mit meinem Agenten, mit Domizieren damals geredet im Kaffeehaus. Und das war eigentlich. Dann warst du in Villach. Dann war ich in Villach. Wenn man jetzt vergleicht, du bist ja mit KC zweimal Master geworden, mit Villach zweimal Master geworden. Aber der richtige Punch war in Villach, oder? Viermal österreichischer Meister. Das ist ja, wir haben ja auch schon im Vorfeld gesprochen. Woher kommt die Geschichte da eigentlich? Warum? Wer ein bisschen Servus TV schaut, der weiß, es gibt ja kaum eine Anmoderation von dir, was nicht der viermal Meister ist. Es darf keine Anmoderation. Es wird auch, wenn irgendein neuer Praktikant oder irgendeine neue Person da mitarbeitet, wird sofort gesagt, aufpassen, er ist vierfacher Meister. Es ist ein Running Gag einfach geworden. Ja. Manchen Zuschauern geht es am Nerv, manche finden das super witzig. Wir finden es sehr, sehr witzig. Es gibt angeblich schon Trinkspieler bei Fans, da haben die jedes Mal was trinken müssen. Es ist sehr viel Aufwand zur Servus-TV-Produktion, zur Servus-Hockey-Night-Produktion. Und es gibt Telefonkonferenzen vorher, werden E-Mails eingesendet, mit was für Themen wir arbeiten und so weiter. Es gibt einen richtigen Ablaufplan. Und damals ist dann auch gestanden, ja, erstmals in der Sendung, Gerd Prohaska ist dreifacher Meister und das ist an einen Verteiler von 40 Leuten gegangen. Und ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, die machen so viel Aufwand. Und ich bin viermal Master. Ja, bitte. Jetzt muss ich das natürlich verstehen. Und ich habe dann geschrieben, mir ist es grundsätzlich wurscht, aber nur, dass ihr wisst, ich bin viermal Meister. Ja, das und somit war das dann Fleisch. Und seit damals bin ich der vierfache österreichische Meister. Ja. Aber du machst einen Top-Job. Servus TV. Ja, wirklich. Danke für die Blumen. Ich weiß natürlich, ich bin kein Medienprofi. Gell? Ich versuche mich immer zu verbessern und ich weiß natürlich, dass die Moderatoren einen unglaublich guten Job machen, auch wenn ich da jetzt als Studioexperte bin. Und fehlt mittlerweile, nicht? Und mittlerweile fehlt, aber als Studioexperte und du hast einen guten Moderator daneben, das ist natürlich, der tragt dich durch die Sendung und da bedanke ich mich ja immer. Mhm. Die machen einfach so einen unglaublichen Job, dass du als ehemaliger Sportler da sehr gut ausschaust. Ganz eine wichtige Frage, ja. Mit dem G. Wir haben gemutmaßt, wir haben ja eine ganz freche Theorie. G kommt entweder von Gerd oder von Goalkeeper. Nein, war das falsch? Nein, es kommt von Gerd. Ja. Ich war damals in St. Cloud im College und die Amerikaner sind ja nicht wirklich sprachbegabt und die haben immer Gerd gesagt. Gerd. Und ich habe gesagt, ich kenne den Sing nicht schön und gesagt, du, das heißt Gerd. Und damit haben sie sich extrem schwer getan. Okay. Nach 10 Minuten haben sie gesagt, du bist der G. Okay, und seit damals war ich der G, auch bei meinen Freunden und da haben wir in Österreich dann der G. Und so hat sich das viel besser im Eishockey gehalten. Ja, und, ja. Besser. Wir haben da was mitgebracht. Ja. Und zwar von einem Weggefährten. Von dir. Kannst du vielleicht eh schon denken. Hallo, hier spricht der Markus Kerschbaumer, Goalie-Coach vom EC Red Bull Salzburg. Lieber G, ich bin beauftragt worden, dich zu beschreiben. G, du warst ein Tormann mit sehr guten körperlichen Voraussetzungen. Technisch sehr gut, sehr stark. Wir haben oft und sehr viel daran gearbeitet. Und vor allem, du warst mental stark. Du warst in der Lage, wichtige Spiele in wichtigen Momenten der Leistung, der beste Leistung abzurufen und das hat die absolut ausgemacht. Vor allem warst du ein Leader in der Kabine, du hast die Mannschaft schon teilweise, oder du hast die Mannschaft im Griff gehabt, du hast gewusst, an welchen Knöpfen du drücken musst bei gewissen Leuten und das haben alle an dir sehr geschätzt. Weiters warst natürlich, hast mir die Chance gegeben, mir damals als junger Goalie-Coach hast du mir eine Chance gegeben, dass ich mich beweisen kann, dass ich
dass ich dir helfen habe können und dafür bin ich dir heute noch dankbar. Alles Gute, G. Ja. Das berührt mich, muss ich schon sagen, das berührt mich schon. Ja. Ja. Vor allem hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er sich bei mir bedankt. Ich habe dem Markus extrem viel zu verdanken. Und der Markus war für mich, also was ich sehr an einem Dormantrainer schätze, und das hat der Markus absolut so verkörpert und so gehandhabt, er war immer auf meiner Seite. Er hat mich nie kritisiert, also nie Arbeit gemacht, nie kritisiert, auch wenn es gepasst hätte. Aber er hat immer gesagt, also er hat immer das Positive, die Verbesserung gesucht, was kann man schauen, das Tor, die Situation, die Tore, das Spiel, schau, was wir in der Situation schon einmal gemacht haben, was können wir besser machen, heute arbeiten wir an dem und dem. Und er hat da immer wieder gesehen, du bist der Spieler, so wie jeder Mensch, nicht immer gut drauf, im Training. Und manchmal hat er mich in Ruhe gelassen, manchmal hat er gesagt, heute ist schwer, nach dem Wochenende und so weiter, aber schau, dass heute, mach kurze Wechsel, lass den anderen, den dritten Tormann, den Thomas, glaube ich, ist oft der Schluderbacher gewesen, lass den oft eine, aber wenn du drin bist, schau, dass du beißt durch und so weiter. Also er hat, er war einfach ein ständiger, positiver Begleiter und das eigentlich auch ein Mentalcoach. Ja. Und deshalb war so erfolgreich jetzt ja, bei Red Bull Salzburg. Also mehr wie verdient. Ist der Dortmund-Trainer, du hörst sehr viel Respekt aus, ist der wichtiger als der Trainer vielleicht sogar? Ja, 100%. Also für den Dortmund 100%. Also ich habe mit meinen, mit den Mannschaftstrainern kaum Kontakt gehabt. Also ich habe mit denen kaum geredet. Du spielst auch immer sehr schon gewusst, dass du da bist. Ja. Es war so, dass die ja oft mit Kirsche geredet haben über mich. Ja. Also braucht eine Pause, passt alles. Also ich glaube, dass das auch gar nicht notwendig ist, dass ein Spieler die ganze Zeit mit Dortmund redet. Wenn es was gibt, ja, aber sonst... Er ist ein Einzelsportler, er hat mittlerweile, Gott sei Dank, in fast allen Mannschaften gibt es einen Dortmund-Trainer dabei, die zwar müssen das ausmachen und der ist hundertprozentig der wichtigste Mann für einen Dortmund. Ja, ganz sicher. Kommen wir ein bisschen zu KC und VSV. Auch mit den aktuellen Torhütern, mit David Madlener und bei Maxwell. Der wird geliebt. Vom Charakter her, vom Typ her, total unterschiedlich. Wie würdest du die beiden einstufen? Ja, also mir taugt es einmal irrsinnig, dass der David Madlener so eine super Saison hat. Ja. Und mir hat das auch imponiert, dass der Petri Matikainen einmal gesagt hat, beim Interview, dass der David im Sommer gesagt hat, Coach, ich sage dir noch eins, ich möchte die Nummer 1 werden. Und das taugt mir. Und das ist halt, hat jetzt überhaupt nichts Negatives zum Lars Haugen zu tun. Die verstehen sich super, aber dass er gesagt hat, hey, ich möchte die Nummer 1 werden. Das ist eine Monsteraufgabe eigentlich, wo du sagst, wie soll das gehen? Ich kann mich erinnern, dass der Bernhard Starkbaum das zu mir auch immer gesagt hat. Also nicht immer, sondern in seinen letzten 2 Jahren. Und das ist eingetroffen. Und das heißt einfach, du hast ein Ziel. Und du hast ein Ziel, auf das du hinarbeiten musst und willst. Ja. Und ich glaube, man muss sich solche Ziele stecken. Und die Erfolge, die er jetzt hat und so wie er spielt, ist unglaublich beeindruckend. Ja, und dann den Rockstar. Der Rockstar, ja. Brandon Maxwell. Mittlerweile die Kinder stehen dort. Die warten und warten und warten auf Autogramm. Die Fans warten, weil er immer interaktiv mit den Fans reagiert. Vor kurzem hat er gesungen in der Halle. Sowas hat es noch nie gegeben. So ein Showman, ist das vielleicht sogar die Zukunft vom Eishockey, um das wieder so attraktiv zu machen für die jungen Heranwachsenden? Also ich glaube, das ist etwas, was sich ganz sicher verändert hat im Sport oder vor allem im Eishockey. Vor 20 Jahren, zu meiner Zeit, das war wirklich verpönt, dass jemand sich so... Aus der eigenen Mannschaft schon verpönt, gell? Aus der eigenen Mannschaft, natürlich. Dass er sich unter anderem zum Clown macht oder so ein Showman ist. Mittlerweile gehört das einfach dazu. Es gibt in der NHL eine Mannschaft, die machen nach einem Sieg wirklich richtige Spiele, dass sie am Eis ein Baseballspiel simulieren und Kegel schießen und so weiter. Das gehört mittlerweile einfach dazu. Und so ein Spieler wie der Brandon Maxwell, er spielt gut, finde ich. Und wenn er sich danach feiert und mit den Fans seine Spiele macht und das letzte Mal auch das Mikrofon im Publikum was einsingt,
es ist lustig, es gehört dazu und mittlerweile, ich finde das super, es kommen sicherlich auch die jungen Fans mehr in die Halle, weil sie sagen, hätte ich mal Brandon Maxwell schauen. Ja. Ja, und vor allem auch den Spielstil, wie jetzt vieler spielt, immer nach vorne. Da brauchst du natürlich einen Tormann. Wie viel Prozent Anteil am Erfolg einer Mannschaft hat der Tormann? Was glaubst du? Naja, sagen wir so, wenn die Mannschaft verliert, hat er 100% Anteil. Ja. Also. Aber nicht, ich sage einfach, du brauchst einen guten Tormann, damit du gewinnen kannst. Deswegen mit einem schlechten Tormann kannst du fast keine Partie gewinnen. Gell? Ja. Also außer du hast da Offense, die dann 6-7 Tore schießt. Aber gerade jetzt einen in den entscheidenden Phasen, jetzt Jänner, Februar, März, die Playoffs, wird der Tormann immer wichtiger, die Spiele werden immer enger, es fallen normalerweise immer weniger Tore. Und dann, ob du 2 oder 3 Tore kriegst, ist ein Riesenunterschied. So, wir kommen zum Finale. Wir machen Playoffs. Wir machen Playoffs. Resümee kann ich mal sagen, für mich persönlich. Machen wir. Ja, nicht alle Goalies sind eigenartig. Habe ich jetzt mal festgestellt. Das hast du jetzt mal lange überlegt, das Resümee. Und vielen Dank auch, dass man den Einblick da einfach kriegt, um diese nervliche Herausforderung und um die spannende Karriere. Da muss man wirklich sagen, immer wieder ein bisschen Glück gehabt, immer wieder gearbeitet. Und sehr großen Erfolg gehabt. Über 400 Spiele für den VSV. Stark. Ja, danke. Okay. Und damit kommen wir zu unserem finalen Spiel. Da geht es wirklich um alles. Und zwar heißt unsere heutige Challenge oder das heutige Spiel Après-Ski-Hits. Ja, wir kommen zu unserer Challenge, zu unserem Spiel. Und was wir, oder der Verlierer machen muss, wird uns die Anja erklären. Hallo Anja. Hallo. Servus. Die Panaceo-Challenge wird sein, die Jungs oder der Verlierer hat einen langen Hartschaft für sich, nämlich vom Schloss Borgia bis zum Sender am Goleg. Jesus, das ist weit. Ja. Mit die Ski. Mit die Ski. Mit die Ski. Vom Borgia weg mit die Ski. Ihr Schweine braucht nicht gehen, also du gehst für mich. Du spielst für mich und Harald, du spielst logischerweise für dich. Was spielen wir? Das machen wir schon wieder zwei. Wir spielen Après-Ski-Hits erraten. Ja. Ich spiele euch die an, wer als erster erratet, wie das Lied heißt, darf auch einmal auf der Hütte mit einen Schnaps getrunken. Aha. Ja, und wer als erster dann 3 richtig hat. Aber den trinkst du für mich, oder was? Nein, ich muss du trinken. Okay. Na gut. Ich bin ja extrem schlecht in Hütten, Gaudi. Ja. Du? Ja, gefeiert habe ich wohl, aber ob wir die Lieder noch kennen, weiß ich nicht. Also was muss man jetzt genau machen? Ich spiele es euch vor. Und wenn ihr den Titel erratet oder mitsingen könnt. Danach oder darf man eine schreien. Eine schreien. Ja, genau. La ist kein Titel, ne? Okay, seid ihr bereit? Sicher. Also Best of Three, oder? Wie ist das? Ja. Wer ist erster? 2 richtige Leute. Kann man falsch sagen und noch logisch, und immer. Alles. Okay? Keine Regeln. Okay. Seid ihr bereit? DJ Ötzi. Sunshine. Nein, wartet mal. Ich muss. Geht, Achtung und. Gabalier. So, ja. Was war so? Ja, Gabalier. 1-0, bist der Harald, gell? Ja. 1-0 und G. Mild. Ja. Achso, du kannst den Interpreten aussagen, den hätte ich natürlich. Bade, es geht. Ja, okay. Und nächster Titel: Gabalier. Na? Gib mir ein G! Warte ein bisschen, warte. Gib mir ein B! Gib mir ein H! Was heißt das? BMW, H! Mal Bier holen! Bier holen! Das ist aber gekürzt. Ja. Geh mal Bier holen. Hier gibt es den Punkt. Wenn der Lied schon anfängt, gib mir ein G. Noch mit der Nummer frei. So, 1-1. Jetzt kommt die Entscheidung, oder? Ja. Schaut, okay. Gell? Achso, es ist schon aus. Ja. Ja. Und bitte mach das G für mich. Okay, und los geht's. Das ist ein sehr schönes Lied. Ja, das ist. Ich hab Muskeln und einen durchtrainierten Bauch. Interpret. Schöne Haare und Mitsingen auch nicht. Hab ich auch. Ich hab Micke Krause. Aufs ja. Meine ja. Erzähle ich schon lang nicht mehr. Doch, es ist aufgekommen. Den Titel. Jedes Jahr nur noch um die Welt. Was du die Leben selbst. Achtung. Okay. Belesen und hab gesehen für von dir. Jetzt kommt's gleich. Doch, kennt man nicht, gell? Du kennst es, gell? Das. Ja, du bist da. Und ich frage mich, woran es wirklich liegt. Ja. Mit dem kann man Geld machen. Trinkt zum Beispiel Schnaps dabei noch. Vielleicht kommst du da drauf. Wir hatten gewonnen. Warte, jetzt geil. Wer ist erst da drauf kommt? Achso, jetzt geht's noch weiter. Jetzt kommt ja der Text, kommt ja erst. Bist du Brown, kriegst du Frau. Das ist der Deal.
Titel. Ja. Bist du dran, kriegst du dran. Gewonnen. Gut reagiert. Das ist der Titel. Ja, das ist der Titel. Danke. Also, auf Ö1 spielen Sie das mit. Nein. Ja. So, damit Harald, viel Spaß bei der Wanderung. Einmal hatschen. Wir werden Sie begleiten. Dankeschön, sagen wir, fürs Zuschauen und für die guten Einblicke. Sagen wir Dankeschön, Renji. Ja. Sehr gerne. Bist du bei der Meisterfeier vom VSV dabei heuer? Ja, absolut. Ja, okay. Wo ist denn die? Wo wird denn das gefeiert? Wir laden alle ein. Kommt alle. Also diesmal wird auf jeden Fall eine lange Feier. Das wird eine lange Feier. Also wenn Sie den Harald und mich wiedersehen wollen, ganz einfach auf YouTube, Hashtag Yoshi Harald, wenn Sie diesen Mann wiedersehen wollen, jeden Sonntag. Ja, und zwar den Vierfachmeister seht ihr immer 17.15 Uhr auf servusrockenheit.com. Ja, fast immer bin ich da dabei. Bleiben Sie sportlich. Hallo, ich bin die Alissa von den Springerreisen und zusammen mit den Kärntner Regionalmedien haben wir einen super Preis für euch. Und zwar, die zwei Gewinner unter euch fliegen zusammen mit dem Joschi und mit dem Harald nach Köln zu den Haien und übernachten sogar dort. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist den YouTube-Kanal zu abonnieren. Viel Glück! Und wenn euch das gefallen hat, dann? Entweder klatschen, das ist nur bedingt gut für uns. Viel besser, wenn ihr abonniert, subscribe, hast du das, glaube ich. Und ja. Wo ist der Button? Da, irgendwo? Da. Da ist er, schau. Ja, da. Drück hin. Aber wir freuen uns auf alle Fälle. Auf jeden Fall, das ist super. Eishockey ist Wahnsinn. Eishockey ist Wahnsinn, ja. Und so gesund, ja. Für die Zähne. Passiert nichts.